Heute machen wir etwas für die Kinder. Etwas Knuspriges, Fischknusperli, hausgemacht. Es ist ganz einfach umzusetzen. Wir brauchen dafür einen Grundteig. Das ist so ein zähiger Grundteig. Da tun wir dann nur den Fisch drin wälzen. Und dann kommt er in die knusprigen Cornflakes. Und das zusammen tun wir nachher rausbacken. Und das gibt, glaube ich, die knusprigsten Fischknusperli, die wir je hatten. Für den Grundteig brauchen wir ein bisschen Mehl, Backpulver, ein bisschen Weisswein und ein bisschen Salz. Dann nehmen wir den Fisch. Da haben wir jetzt einen Zander genommen, so ein bisschen eher die hinteren Stücke. Dann brauchen wir ein bisschen Zitronenabrieb, ein bisschen Pfeffer, Salz auch nochmal. Und dann putzen wir ein bisschen Mehl, um ein bisschen vorpanieren. Und dann putzen wir natürlich noch die Maisflocken, die Cornflakes. Dann füllen wir an mit dem Teig, gerne das Mehl. Da gebe ich jetzt Backpulver dazu. Ein bisschen Salz. Jetzt tun wir da Weisswein dazu. Da machen wir jetzt so einen schönen zähflüssigen Teig draus. So. Zitronenabrieb, Salz und ein Pfeffer würzen. So. Jetzt müssen wir die noch leicht melieren. Also wenn ich das daheim mache, helfen mir immer meine Kinder. Dann kann man das als zweites, als drittes machen. Das geht am fast am besten und am schnellsten. Jetzt haben wir die hier schön paniert. Jetzt haben wir die hier ins heiße Fett. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verbrennt natürlich. Heißes Fett ist nie so. Ein bisschen vorsichtig sein. Das könnte man genau das gleiche auch mit dem Huhn machen. Dann hätten wir wunderbare Chicken Nuggets. Das sieht eigentlich schon gut. Kann man auch ein bisschen kleiner machen. Also. Kann man hier je nach Belieben ein bisschen mit Zitronensaft beträufeln. Vielleicht noch mal ein bisschen ansalzen. Am besten dazu eine Tartarsauce, dort wird der Creme fraiche oder das, was ihr halt gerne habt und das, was ihr daheim gerade habt. Aber die sind grossartig. Und das Knusprig? Mhm, Knusprig. Dann können wir abbeissen. Das ist zu heiß.